Hey Leute, hier ist Sebastian. Willkommen zu einer weiteren VFox HomeLab Challenge. Heute fordere ich euch heraus, euer Smartphone ein paar Runden drehen zu lassen. Dieses Mal braucht ihr Smartphone mit VFox, irgendetwas, womit ihr es rotieren lassen könnt, und euer Smartphone sollte ein Gyroskop haben. Das haben heute aber die meisten. Öffnet VFox, sucht nach Zentripetalbeschleunigung, startet die Messung und lasst euer Smartphone rotieren, um den Zusammenhang zwischen Winkelgeschwindigkeit, das ist eure Drehgeschwindigkeit, und der radialen Beschleunigung herauszufinden. Rotiert euer Handy einfach bei verschiedenen Geschwindigkeiten, bis euer Plot vollständig ist. Ich benutze eine Salatschleuder, aber ihr könnt im Grunde alles benutzen, was sich dreht und dabei euer Handy sicher mitnimmt. Am Ende dieses Videos seht ihr noch ein paar Beispiele unserer Studierenden. Drei Tipps habe ich für eine gute Messung. Erstens, platziert euer Handy nicht in der Mitte von der Drehbewegung. Da gibt es keine Beschleunigung, die ihr messen könnt. Schaut, dass es irgendwo außen mitdreht. Zweitens, werdet nicht zu schnell. An irgendeinem Punkt kommt der Beschleunigungssensor oder das Gyroskop von eurem Handy nicht mehr hinterher und dann bekommt ihr entweder unsinnige Werte oder gar keine Werte. Drittens, wenn ihr während der Messung nicht sehen könnt, wie weit ihr mit eurem Plot seid, dann aktiviert im Menü einfach die Funktion Fernzugriff und benutzt ein zweites Gerät wie ein Computer, ein Tablet oder ein zweites Smartphone und gebt dort im Webbrowser die Adresse ein, die in VFox angezeigt wird, um so euer Experiment fernzusteuern. Und jetzt versucht das Experiment selbst und versucht herauszufinden, was mit der Beschleunigung passiert, wenn ihr die Rotationsgeschwindigkeit verdoppelt. Falls euer Aufbau auch erlaubt, verschiedene Radien einzustellen, versucht auch herauszufinden, was sich ändert, wenn ihr das Experiment bei einem anderen Radius wiederholt. Postet Videos und Bilder von eurem Aufbau und euren Ergebnissen auf Facebook oder Twitter unter dem Hashtag HomeLabChallenge. Falls ihr Fragen oder Kommentare habt, schickt uns die auch und wir werden in ein paar Tagen im Follow-up-Video diese beantworten. Bis dahin, bleibt gesund und bis bald!